meine Lieblingsschuhe. Man sollte doch denken, dass es in Bayern schon genügend Kühe gibt. Vorsicht damit. Manche deiner Witze können glatt von meiner Tochter stammen. Guter Humor ist eben keine Frage des Alters. Ey, Chef, da steht noch ein Bett. Brauche ich nicht mehr, danke. Alles klar. Lisa, die sind total kaputt. Aber immer noch meine Schuhe. Max, hier ist noch eine Kiste. Noch ein schneller Cappuccino, bevor es auf die Autobahn geht? Ja, schnell. Wir sehen uns morgen Nachmittag, ja? Gut. Pazienza, ragazzo. Gino, bitte. Arrivo. Sowieso un'idea balorda, eh? Schnapp sie dir, zieh zu seinen Freunden. Und dann auch noch nach Bayern. Wenn deine Stelle frei wird in der Schule, das ist Schicksal. Eine Frau folgt ihrem Mann, nicht andersrum. Und das ist kein Schicksal, das ist ein Gesetz. Hey, was bist du für ein Mann? Gut, gut. Bevor ich mir noch anders überlege, mache ich nicht mal gleich los. Ich muss noch Holly holen, das wäre ihre Mutter. Das sieht sehr schön aus. Ist halt robust. Muss man nicht so oft gießen. Und was ist, wenn sie denkt, wir haben sie vergessen? Und wenn keiner mehr kommt? Süße, wir beide haben Mama sehr lieb gehabt. Und ganz egal, wo wir hingehen, sie wird immer bei uns sein. Wir können jetzt fahren. Muss ja sowieso irgendwann sein. Und wie fühlt es sich an, hier zu sein? Ja, so, als ob ich dich endlich wieder in den Arm halten würde. Alles gut gelaufen? Ja, wir sind nur ewig nicht losgekommen. Hallo. Hallo, Holly. Schön, dass du da bist. Vorsichtswerk, das ist das letzte Mal, dass ich dich beim Spannen erwischt habe. Die Schuhe werden bei uns ausgezogen, wenn man das Haus betritt. Max hat durchs Schlüsselloch gespannt. Du warst ja auch ziemlich lange im Bad. Lass an, Max. Ich muss den Badezimmerschlüssel noch suchen. Lisa, gibst du mal die Nudeln rüber, bitte?
Nee, danke. Komm, hier. Salat nimmst du dir selber, ja? Mir ist aber schlecht. Was ist denn für mein Freund? War alles noch in Ordnung? Kann ich aufstehen? Ja, wenn dir wirklich schlecht ist, dann... Ja, dann guten Appetit. Ja, guten Appetit. Was ist denn los, Schatz? Wir haben doch schon 100 Mal darüber geredet. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Dann erklär's mir. Wir sind gerade mal ein paar Stunden weg und der Niklas ändert schon seine Seite und schreibt, dass er nicht mehr in mich verliebt ist. Die ganze Schule kann es jetzt lesen. Aber hast du nicht Schluss gemacht? Ja, und? Süße. Ich habe das so oft miterlebt, wie neue Kinder in die Klasse gekommen sind. Was glaubst du, wie schnell die immer Freunde finden? Klar, für Kinder ist ja alles so einfach. Nein, aber die haben es auch nicht schwerer als die Erwachsenen. Gesagt hat, dass du hier einziehst, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Bereust du es schon? Nein. Ich habe gerade an Holly gedacht. Die hat Liebeskummer. Deswegen benimmt sie sich so seltsam. Vielleicht wird dir jetzt erst bewusst, was das bedeutet, so ein Umzug. Vielleicht, ja. Aber das wird schon. Ganz sicher. Wartet ihr kurz, ich will schnell Maria Hallo sagen. Aber vorher rumstressen, dass wir schon viel zu spät sind. Das Einschmeicheln kann er sich bei Tante Maria eh sparen. Maria. Grüß Gott. Grüß Sie. Tja, wir haben es tatsächlich gewagt. Zwei Berliner in Bayern. Ja, schaut ganz danach aus. Kannst du mir gleich einladen helfen? Ich wünsche dir einen schönen ersten Schultag. Danke. Und? Bist du jetzt zufrieden? Wenn du meinst, ob ich glücklich bin, ja. So eine Urlaubsbekanntschaft schon rauskommt. Jetzt links. Bist du sicher? Ja, so geht's viel schneller. Okay. Hey. Mm-hmm.
wenn eine Unterrichtsstunde 45 Minuten hat. 70% aller Schüler Matheunterricht für vollkommen überflüssig halten. Und der neue Lehrer 8 Minuten und 53 Sekunden zu spät kommt. Wie viel Glück haben denn seine Schüler? Exakt 33,3%. Netter Versuch, aber falsch. Guten Morgen, mein Name ist Oliver Beermann, ich bin der neue Mathelehrer und ich lege großen Wert auf Pünktlichkeit. Bist du ja schon. Eine Lampe habe ich schon untergebracht. Immerhin. Deine Möbelpacker haben sich bereits aus dem Staub gemacht. Ist doch nett, so ein Zimmer auf dem Hof. Du hast ja keine Ahnung, wie viel Kram ich noch in Berlin gelassen habe. Wie warst du denn in der Schule? Oh Gott. Was ist denn hier los? Hol mal deine Sachen. Aha. Sie sind also der Neue. Hallo. Oliver Beermann, hallo. Sie sind eine richtige Attraktion. Ein Mathelehrer, der an seinem ersten Tag zu spät kommt. Spricht sich bei uns auf dem Land ziemlich schnell rum. Aber ich wollte nicht stören. Ich habe nur gerade einen Hausbesuch gemacht bei der Schule und dann habe ich gedacht, ich lade die Kinder gleich mit ein. Ihre Tochter wollte nicht mitkommen, die wollte lieber einen Bus nehmen. Naja, vielleicht habe ich ihr zu oft gesagt, dass sie nicht zu fremden Männern ins Auto steigen soll. Mama, darf ich diese Woche mit zu Papa? Wieso denn? Ist doch kein Problem. Ich weiß doch, woher der Wind weht. Hier sieht's nach Arbeit aus, da hat dein Sohn logischerweise keine Lust zu. Du kannst doch die Kinder keine Möbel schleppen lassen. Stimmt. Aber fürs nächste Mal nehmen Sie sich eine vernünftige Umzugsfirma, ja? Ich fasse ganz gerne selber mit an, es hält fit. Ja, wer es braucht. Ich dreh kurz rum. Und lass. So. Okay, ich muss. Danke. Max, Abfahrt! Das konnte sich Kilian natürlich nicht verkneifen, hier gleich mal vorbeizuschauen. Das ist normal. Denn man muss doch wissen, wer der Typ ist, mit dem seine Kinder zusammenwohnen. Das ändert aber auch nichts. Ich kenne seine Neue und sie stopft meine Kinder trotzdem mit Süßigkeiten voll und lässt sie 24 Stunden am Tag fernsehen. Erziehung wird ohnehin überschätzt. Oh, das darfst du hier aber nicht zu laut sagen. Antiautoritäre Gedanken sind hier nicht sehr beliebt. Karte ist es nicht gerade, dass er am Anfang zu spät kommt. Und was sagt das deiner Meinung nach über Oliver aus? Das heißt, dass der Kilian sich Sorgen macht. Oliver hat Pädagogik studiert, was man von Kilians Sprechstundenhilfe nicht behaupten kann. Ach, er weiß doch selber, dass er einen Fehler gemacht hat. Und wenn du nicht so stur wärst. Ich bin wieder verliebt. Ich bin endlich unabhängig von Kilian. Warum hört sich das nur für mich so an, als ob ich endlich glücklich sein könnte? Ganz einfach.
weil du nicht allein bist. Weil du zwei Kinder hast und weil der Kilian ein guter Vater ist. Das ist Oliver auch. Aber wenn du glaubst, dein Urteil schon nach einem Tag fällen zu müssen. Ich sag gar nichts mehr. Ich lebe jetzt mit Oliver zusammen. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Y ist gleich 20,362. So, wir machen jetzt hier Schluss. Ich möchte euch aber bitten, bis zum Gong auf den Plätzen sitzen zu bleiben. Und die drei, die nachgeschrieben haben, das sind Maria, Patrick und Lisa, die kommen bitte nach vorne. Was habt ihr denn da? Diana war beim Frauenarzt und hat die Pille bekommen. Patrick, 4-. Meine Mom ist da voll cool. Die meint, Mädchen heutzutage sollten schon mit 15 vorsorgen und kein Unglück passieren soll. Ich nehme die auch schon. Hast du mit deiner Mom noch nie über Verhütung gesprochen? Herrschaften, könnt ihr bitte etwas ruhiger sein? Lisa, das ist leider eine Sex. Du musst dir wirklich überlegen, wie es weitergeht. Vielleicht kommt deine Mutter mal in die Sprechstunde. Und lass die Arbeit bitte unterschreiben. Ja. Ich wollte mal bei den Chili dann vorbeischauen. Kommst du mit? Nee, dann bis später. Oh Gott, die heult ja fast. Hallo, mein Schatz. Ich wollte fragen, ob du noch kommst. Nicht böse sein. Ich bin hier gerade allein im Geschäft. Wenn du magst, dann komm doch nachher vorbei. Sonst sehen wir uns heute Abend, ja? Auf Azaleen muss man ein bisschen aufpassen. Vertrocknen dürfen sie nicht, aber zu viel Wasser dürfen sie auch nicht haben. Ah ja, danke schön. Grüß dich, Maria. Danke. Servus. Na? Hast du was von mir? Ja, klar. Das täte ich nur ohne dich. Ach, was. Ist bei der Hanna blieben, gäbe es jetzt keine Diskussion über deine Hemden. Sag mal, was weißt denn du von ihrem Neuen? Naja, lang gebe ich den nicht, höchstens 3 Monate. Ach, jetzt habe ich vergessen, dir den Wischsack zu geben. Kilian? Hallo, Johanna. Hallo. Du, der Max wird gerne noch ein paar Tage bei mir bleiben. Also ich glaube, das ist alles im Moment ein bisschen viel für ihn. An die neue Situation gewöhnt er sich auch nicht schneller, wenn er ständig bei dir ist. Gerade jetzt braucht er halt seinen Vater. Du weißt schon, dass du Lisa das Wochenende auch versprochen hast, oder? Ja, ist kein Problem. Erstaunlich. Fertig. Okay. Holly, Lisa! Lisa schläft noch. Lisa! Hey, Schlafmütze, es ist schon 7:30. Haben wir hier einen kleinen Schulmuffel? Oh. Nicht schlecht. Das liegt doch wohl hoffentlich nicht daran, dass du heute in der ersten Stunde Mathe oder sogar Chemie hast, oder? Nein, Erdkunde. Wollen wir Holly heute ausnahmsweise mal alleine hingehen lassen? Und wir beiden frühstücken zusammen, nur wir zwei. Dann mach ich uns schon mal einen Tee. Aber wirklich aufstehen jetzt!
Lisa, kommst du bitte? Holly ist schon weg. Was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Lisa hatte heute keine gute Nacht. Deswegen machen wir ein Mutter-Tochter-Frühstück. Und du solltest auch los, wenn du nicht wieder zu spät kommen willst. Ich finde nicht, dass man Schuleschwänzen unterstützen sollte. Das stimmt. Aber irgendwas bedrückt sie. Und deswegen machen wir hier eine Ausnahme, Herr Lehrer. Und wenn sich das beruhigt, Lisa, hat dieses Jahr erst ein einziges Mal gefehlt. Du wirst wissen, was gut für sie ist. Tschüss. Ist schon was los, wenn man plötzlich zu fünft ist, oder? Ja, schon. Wie findest du denn die beiden? Ich meine, im Urlaub ist das ja was anderes. Jetzt hier so im Alltag. Ganz nett. Du, Mama, ich... Ja? Sofort. Ja? Maria, ich komme gleich. Ich bin in 30 Minuten da, okay? Nein, ich komme sofort. Rufst du bitte schon mal die Handwerker an? Danke. Im Gewächshaus ist die Heizung ausgefallen. Ich muss da sofort hin. Es tut mir leid, Schatz. Du bist mir nicht böse, oder? Nein. Wir reden heute Abend, versprochen, ja? Und ziehst du dir die warme Jacke an? Ist kalt draußen. Mach ich. Au, wie zwick. Wei. Billig wird das nicht. Können Sie denn schon sagen, was kaputt ist? Der Kessel. Schaut euch das auf. Sauerei. Ja? Habt ihr den einbauen lassen? Im letzten Jahrhundert oder was? Das muss doch Ersatzteile geben. Das Ersatzteil, was kriegst du? Was das ganze System auswechselt. Haben Sie denn schon eine Ahnung, was das kostet? Kann man so nicht sagen. Muss man halt eine Kalkulation machen. Hier seid ihr. Hallo, Maria. Hallo. 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 Ich hole schon mal die Heizstrahler. Beruhigend zu sehen, dass wir uns langsam näher kommen. Ist was passiert? Wir haben Probleme mit dem Heizkessel. Spürst du, wie kalt es hier schon ist? Könnt ihr nur rumstehen und reden oder packt einer mit an? Das wäre sehr nett. Guten Morgen, Frau Hollenbach. Guten Morgen, Herr Bermann. Ich bin hier gleich fertig. Kein Problem. Und? Haben Sie sich gut eingefunden, die ersten Wochen? Ja, danke. Ich fühle mich ganz gut aufgenommen. Ich wollte Ihnen noch sagen, dass es mir nicht leicht gefallen ist, dem Mädchen eine 6 zu geben. Oh. Ich wusste schon, dass Sie Ihren Notendurchschnitt wird nicht halten können, aber dass es so schlimm ist. In Chemie kann sie von Glück reden, wenn sie am Ende auf eine 5 kommt. Und bei mir ist es ehrlich gesagt auch nicht besser. Dann macht der Schulwechsel doch mehr zu schaffen. Holly, nein, die kommt klar. Ich rede von Lisa. Ach so? Ist sie nicht die Tochter ihrer Lebensgefährtin? Ja.
therapeutische Reiten, was ihr hier anbietet auf dem Hof? Das macht nur Silas. Ich habe ihn extra dafür trainiert. Besonders schnell ist er nicht, aber ganz besonders lieb. Ich habe ja Angst vor Pferden. Probier doch mal. Lass mal. Zu den Stallungen. Ich müsste mal mit dir unter vier Augen sprechen. Komm, ich habe echt erst zweimal geschwänzt dieses Jahr. Das glaube ich schon. Habe auch mit eurer Hollenbach über was anderes geredet. Weiß Johanna davon? Das musst du ihr sagen, sonst wird er nur noch schlimmer. Ich schaffe das schon. Bist du sicher? Ohne Hilfe? Das ist ein Angebot, Lisa. Chemie bin ich leider auch keine Leuchte, aber Mathe bereitet mir wenig Schwierigkeiten. Aber du redest mit Johanna. Kann man damit nicht warten? Ich meine, mit deiner Hilfe schaffe ich da vielleicht eine 3 oder 4. Dann ist alles gar nicht mehr so schlimm. Bitte. Okay, aber nur bis nach der Mathe-Klausur, ja? Ich schaue mal kurz dahinter. Suchst du was? Ja, ich finde meinen Fahrradschlüssel nicht. Und mein Bus ist jetzt auch schon weg. Willst du vielleicht mit mir mitfahren? Also, wenn das geht. Klar. Nagel mich nicht drauf fest, aber 20.000 wirst du schon beraten müssen dafür. 20.000? Ja, freilich. Also der Kessel schon und die Rohre, die Pumpen. Und wann kannst du überhaupt anfangen? Ich meine, das ist jetzt schon sehr kalt hier. Wenn das mit den Kosten klar geht, dann kann man schon recht zügig einrichten. Mhm. Machen Sie sich mal ums Geld keine Gedanken. Hauptsache, die Heizung läuft bald wieder. Du, ich habe die Gärtnerei verkauft vor einem Jahr. Sie ist die Chefin. So. Na dann. Rufe wieder um. Ja? Das lasse ich doch. Mhm. Fährt euch. Servus. Wie wissen Sie jetzt morgen mit dem Geld? Ich gehe zur Bank und hole mir einen Kredit. Hanna, du hast bereits eine Hypothek auf der Gärtnerei. Danke, Maria. Schwarzmalerei kann ich jetzt besonders gut gebrauchen. Ja, entschuldige bitte, das ist die Wahrheit. Außerdem weißt du ganz genau, wer dir das Geld leihen würde. Ach, immer nur ach. Ciao. Danke. Und? Große Liebe. Was? Mit dem Lehrer aus Berlin. Der scheint es ja sehr ernst zu meinen, wenn er jetzt schon hierher gezogen ist. Wir sind ja auch keine 16 mehr. Und allein alt werden will keiner. Ich verstehe schon. Zucker? Ist denn alles vollständig? Ich werde natürlich alles versuchen, aber du weißt, dass ich das nicht alleine entscheiden kann. Und auf deiner Gärtnerei ist schon eine Hypothek. So schaut's aus. Aumeier? Ach, Sie sind es. Vorschuss. Aber den Heizkessel, den können Sie direkt bestellen, oder? Kein Problem. Ich war gerade bei der Bank. Es ist alles geklärt. Wir sehen uns dann am Freitag.
Johannes, bei der Bank. Suchst du was Bestimmtes? Nur mal schauen, für meine Mama aufs Grab. Ach so. Ihr fahrt dann Allerheiligen nach Berlin? Was ist denn Allerheiligen? Ja, Allerheiligen, da sag mal, da kommen die Seelen der Verstorbenen zu uns zurück und wollen von uns gewärmt werden. Und wir schmücken die Gräber und wir zünden den Kerzen an. Das ewige Licht, das kennst du, oder? Naja, und für die Gräber, da braucht man Chrysanthemen und Astern. Und wenn man sich rote aussucht, heißt es innige Liebe. Das wäre doch was für dich und deine Mama, oder? Ja, das Allerheiligen. Da muss ich immer an Franz denken. Ihr Mann? Ja, das war mein Mann. Ist jetzt 4 Jahre her, dass der gestorben ist. Aber das heißt nicht, dass die Gefühle deswegen weniger werden. Stimmt. Das kenne ich. Ja. Weißt, Allerheiligen, das ist bei uns was ganz was Besonderes. Mein Papa wird sagen, dass es alles Aberglaube ist. Dann lass ihm halt seine Meinung. Wir wissen, dass es nicht stimmt. Kalt ist hier, gell? Schon. So. Jetzt nehmen wir noch einen Tee mit an. Hanna? Hanna? Maria. Das ist aber schön, dass du uns mal besuchst. Ach, ist die Johanna noch gar nicht zurück von der Bank? Johanna ist bei der Bank? Ja, von irgendwoher muss ja das Geld für die neue Heizung kommen, oder? Gut, dann sagst du dir, dass ich mich anrufen soll. Servus. Tschüss. 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 Hallo. Hallo. Wo hast du Maria denn getroffen? In der Gärtnerei. Können wir in Allerheiligen nach Berlin fahren? Ich würde so gern zu Mamas Grab. Schatz, bis gestern wusstest du gar nicht, dass es sowas wie Allerheiligen überhaupt gibt. Ich kannte das Wort nicht. Aber ich weiß ganz genau, dass ich vor einem Jahr an dem Tag was ganz Besonderes gespürt habe. Und das war bestimmt Mamas Seele. Wie stellst du dir das vor? Wir können dich ja mal die Schule ausfallen lassen. Lisa darf doch auch blau machen. Süße, wir fahren bald wieder nach Berlin, ist versprochen. Aber nächste Woche können wir nicht schon wieder verschwinden. Was sprecht ihr da vom Verschwinden? Wir fahren bald wieder nach Berlin, zu Mama. Maria lässt fragen, wie es bei der Bank war. Ich habe einen Kredit beantragt. Warum redest du nicht mit mir darüber? Vielleicht hätten wir eine andere Lösung gefunden. Ich habe nur einen Kredit beantragt. Ich bin nicht bankrott. Du bist gerade erst hierher gezogen. Da frage ich dich doch nicht als erstes um Geld und zieh dich in meine Probleme mit rein. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich meine, gemeinsam ein Problem zu lösen, kann eine Beziehung auch weiterbringen. Bei Conny und mir war das jedenfalls so. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir einen Familienabend probieren? Ich koche uns was Leckeres und du bewältigst die unlösbare Aufgabe, einen Film zu holen, der jedem von uns gefällt. Also sorry, Papa, aber der Film ist echt langweilig. Du, Mama, ich muss noch was erledigen. Grüß euch. Grüß dich. Ihr wisst ja, wo sie mir ist. Was machst du jetzt, wenn es nicht klappt mit dem Kredit? Darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist, oder? Dann ist es zu spät. Du springst dann nämlich ab.
Und zwar mit Recht. Schatz, da sind die Pumpen. Die zwei. Die müssen wir checken. Lisa? Ich habe ja gerade deine Aufgabe angesehen. Wenn du willst, können wir gleich mal drüber reden. Ja, gleich. Ja, mein Gott, die Maria hat's mir halt erzählt. Johanna, das schaffst du nicht. Du kannst nicht alles alleine stemmen. Ich leide das Geld. Lass dir doch einmal helfen. Hat doch keiner was davon, wenn am Ende die Kinder vernachlässigt werden. Vielleicht vermissen die Kinder ja auch einfach ihren Vater, der sich immer nur nach Lust und Laune um sie kümmert. Ja, ich will mich ja mehr um die Kinder kümmern. Glaubst du mir, ich hab's verstanden. Mach großer. Gute Nacht. Schlaf gut. Vielleicht denkst du noch mal über meinen Vorschlag nach. Das ist wirklich super nett von dir. Aber ich komme gut alleine klar, danke. Max, kommst du bitte? Essen ist fertig. Was gibt's denn? Suppe. Was hast du denn da? Einen coolen Mega-Kaugummi. Das Zeug ist echt eklig. Kommt ihr bitte? Warum kann ihr nicht aufhören, euch mit Süßigkeiten vollzustopfen? Das habe ich von Papa. Du hast ja auch gekängelt, bis er es dir endlich gekauft hat. Weil der Papa hat sich nämlich getrennt. Aha. Und sie ist sogar schon ausgezogen. Teller bitte. Ich bin ganz froh, ich fand die ziemlich doof. Mama, jetzt können wir doch wieder eine Familie werden, oder? Das war natürlich Blödsinn. Was? Na, Max vorhin. Das hoffe ich doch. Ich hätte nicht mein Zimmer frei, wenn dein Ex-Mann hier einziehen würde. Und hier noch Besucher ritzig. Weiß ja nicht. Was ist? Ich bin einfach nicht so entspannt wie du. Wieso nicht? Dein Leben in Berlin mit Conny war bestimmt viel aufregender als hier mit mir. Das ist blöd. Das Leben mit dir ist nun alles andere als langweilig. Ja, gleich. Beeil dich. Ich komm ja schon. Was hast du denn so lange da drin gemacht? Nichts. Es tut mir leid, hier steht, dass Ihr Termin mit dem Herrn König erst am Montagnachmittag stattfindet. Ich weiß, aber bis dahin sind meine Blumen erfroren. Wenn ich die Handwerker heute nicht zahle, dann gehen die nach Hause. Es tut mir leid, aber der Herr König ist halt gar nicht im Haus. Außerdem wäre da er sowieso noch nichts konkret sagen können. Das soll er mir schon selber sagen. Hallo. Sag mal, Lisa, ist Holly jetzt mit dem Jungen da zusammen? Weiß nicht. Irgendwie vielleicht. Irgendwie vielleicht? Findest du die passend zusammen? Keine Ahnung. Früher hat sie mir immer gleich erzählt, wenn sie sich verliebt hat. Na gut, okay. Dann fangen wir mal an. Ich würde vorschlagen mit Geometrie.
Wir müssen mal langsam wirklich die erste Rate überweisen. Schauen Sie, ich bin schon mit 10.000 Euro fürs Material in Vorleistung gegangen. Ja, natürlich. Ich hab's gerade angewiesen. Dann ist recht. Komm gleich, gell? Moment. Ich hab doch gesagt, frag den Kilian. Ach ja? Wann hältst du den eigentlich immer auf dem Laufenden? Wenn er dir seine Dreckwäsche vorbeibringt oder rufst du ihn auch zwischendrin mal an? Du, ich bügle für ihn. Mit seiner dreckigen Wäsche habe ich nichts zu tun. Und das eine sage ich dir, Hanna. Ich habe mit dem Franz hier nicht jahrelang diese Gärtnerei aufgebaut, damit ich jetzt zuschauen muss, wie du alles wieder ruinierst. Mit deinem Dickkopf. Ich habe dich nicht gezwungen, mir die Gärtnerei zu verkaufen. Was hat alles meine Mama gemacht? Aus Berlin. Da sind wir immer Eis essen. Papa, kannst du das wegtun? Gib's her. Und deine Mama hat die Leute für die Fotos einfach so auf der Straße angesprochen? Ja, sie ist da immer wieder hingefahren und hat dann mit ihnen geredet. Im Supermarkt oder so. Und irgendwann hatten die dann so viel Vertrauen in sie, dass meine Mama sie sogar zu Hause fotografieren durfte. Da ist Kai. Kai! Was macht der denn hier? Hallo! Olli, das musst du dir langsam echt abgewöhnen. Hast du an die Blumen gedacht? Conny hat das beste Allerheiligengrab von ganz Berlin. Alles klar? Die Überraschung ist dir gelungen. Ja. Ich dachte, ich schau mal, wie es euch geht. Komm, erzähl dich. Willst du bloß Skifahren? Nehme ich mit, wenn ich schon mal hier unten bin. Komm rein, ich bin gerade am Kochen. Apropos. Oh, Lebensmittel, Gott sei Dank. Wir sind schon am Verhungern hier. Das sind doch keine Lebensmittel, das sind Delikatessen. Hm. Nimmst du das hier, Holly? Okay. So. So, genau richtig mit dem Ei. Und jetzt die Füllung rein, mit dem kleinen Löffel, so. Schon zu klein. Okay. So, Max, du knüpfst dir jetzt den Ingwer vor. So, erst schälen und dann später reiben. Ich mag aber keinen Ingwer. Gibt's nicht, bei mir wird alles gemocht. Du schon sehen. Servus. Hallo. Na, das ist ja ein schöner Besuch an Allerheiligen. Ich werde dich sofort gebührend begrüßen, sobald ich hier meinen Frondienst erledigt habe. Jetzt kommt raus, von wie ich meine bescheidenen Kochtricks habe. Hallo. Grüß Gott. Oliver scheint dir gut zu tun. Du siehst tatsächlich noch schöner aus als beim letzten Mal. Mama, der Kai sagt, dass man gar nicht das Öl zu den Nudeln schütten muss. Weil doch das Öl mit den Nudeln gar nichts zu tun hat, wenn es oben schwimmt. Was macht der Ingwer, Max Schlaumeier, Aumeier? So, und du bekommst jetzt erstmal einen fantastischen Rotwein, damit du mit deinem Mann anstoßen kannst. Zum Wohl. Auf dich. Auf euch. Hast du auch mal Fotos von Hollys Mutter ausgestellt? Klar. Ich habe ihre erste Ausstellung mit ihr gemacht. Direkt, als sie von der Kunstschule kam. Holly hat ein Bildband von ihr. Die muss die unbedingt auch ansehen, Mama. Ah, das geht aber auch später. Jetzt wird erst mal in aller Ruhe mein Essen gewürdigt, okay? Erwarten wir noch jemanden zu Besuch? Nein, den hat Holly für ihre Mutter hingestellt. Weil doch heute Allerheiligen ist. Ja, dann sollten wir ihr vielleicht auch auftun, oder? Ich mach das. Mach nicht mehr so lange, schon spät, ja? Was ist denn? Bist du jetzt mit dem Rollerjungen zusammen? Weiß nicht. Wir definieren das nicht so. Ah. Ihr seid irgendwie zusammen. Ich will ja nur, dass es dir gut geht. Und ich bin immer für dich da. Ich finde das so gemein, Papa, dass alle ihre Mama noch haben, nur ich nicht. Ich weiß, mein Schatz. Aber du bist trotzdem nicht allein.
Sie war Johanna, hat ihre Eltern verloren, da war sie 10. Die ist bei ihrer Tante groß geworden. Die hatte nur Maria. Soll das heißen, dass Johanna die Mama ersetzen soll? Nein, das geht doch gar nicht. Deine Mama wird immer deine Mama sein. Ich glaube nur, dass du dir selber schwer machst, wenn du Johanna gegenüber weiter so abweisend bist. Wie war sie denn so? Wer? Conny. Wieso? Ich weiß, das ist wahrscheinlich total kindisch, aber ich weiß so wenig über sie. Außer, dass sie Fotografin war und ganz toll aussah. Warum ist das denn so wichtig für dich? Wenn jemand gestorben ist, dann erinnert man sich nur an die guten Seiten. Dagegen habe ich überhaupt keine Chance. Ich glaube, das wäre einfacher, wenn ich wüsste, was für ein Mensch sie war. Jetzt ist sie sowas wie ein Engel. Selbst wenn. Was für eine Konkurrenz kann so ein Engel schon sein, hm? Schau. Als ihr euch kennengelernt habt, Oliver und du, ich dachte, das ist nichts Ernsthaftes, das kann nicht funktionieren. Es war einfach viel zu früh für ihn. Aber jetzt, immer wenn ich euch sehe, ich finde, ihr seid ein gutes Paar. Dann kann ich jetzt nur noch hoffen, dass er sich nicht langweilt auf dem Land. Quatsch! Johanna wirkt angespannt. Ja, im Moment ein bisschen Stress mit der Gärtnerei. Hat sie das nicht erzählt? Nee. Sie wollte nur über Conny sprechen. Über Conny? Erinnerst du dich an Nadja? Ja. Die hat doch mal alle meine Fotos durchsucht und bei jedem meine Ex rausgeschnitten. Ja. Aber so ist Johanna nicht. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir haben einfach im Moment zu viel Alltag. Wir sind nicht ein einziges Mal zusammen ausgegangen, seit ich hier bin. Oh, nicht gut. Also ein Beinbruch. Und falls du auf dem Rückweg ein Bett brauchst. Ich komm drauf zurück, wenn es gar nicht anders geht. Schön, dass du da warst. Wie heißt das Restaurant? Zum Hirschen. Was ist das für eine Küche? Da wird heute. Was bitte? Ja, Fasan, Wild, Schwein und so weiter. Sollte ich da besser reservieren? Na. Wissen Sie eigentlich, dass wir hier in der Umgebung ein Sternrestaurant haben? Aber der Oliver mag dann noch nach Schulfau ins Kino. Das langt er dann von der Zeit her gar nicht. Ach, dann plant er einfach genug Zeit mit ein. Und das Alpik ist wirklich jeden gefahrenen Kilometer wert. Und wo ist das? Warten Sie, ich habe eine Karte. Hier. Danke. Wer hätte gedacht, dass sich ein Gourmet in Ihnen verbirgt? Die möchte ich aber wieder. Ja, ja, selbstverständlich. Übrigens versuche ich gerade Lisa in puncto Mathe ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Muss zugeben, das Problem habe ich unterschätzt. Als würde man Chinesisch mit ihr sprechen, stimmt's? Also ich habe mir deine Lösung mal angeschaut. Ein paar von solchen Aufgaben haben wir doch schon miteinander gemacht. Du wirst dich richtig anstrengen müssen, wenn du das Schuljahr schaffen willst. Ich brauche doch überhaupt kein scheiß Abi. Das musst du mit Johanna besprechen. Also grundsätzlich halte ich natürlich eine gute Ausbildung für wichtig, aber auch wenn Schule keinen Spaß machen muss, wenn es zum Albtraum wird, dann sollte man sich überlegen, ob das der richtige Weg ist. Das versteht die Mama aber nicht. Ich glaube schon, dass sie das versteht. Wir können auch beide versuchen, es ihr zu erklären. Wir haben nur ausgemacht, dass wir damit warten. Nur bis zur nächsten Klausur. Wenn ich die verhau, dann ist ihr alles egal. Ja, das haben wir ausgemacht. Thank you.
Lisa, sagst du Johanna, dass ich noch schnell tanken fahre? Hey. Hi. Du, beim Luki sind die Eltern heute nicht da und vielleicht bleibe ich ein bisschen länger, weil wir haben ja auch sturmfrei. Okay. Aber du verpetzt mich doch nicht, oder? Quatsch. Ciao. Tschüss. Entschuldigung. Bleib ruhig hier, mein Schatz. Was ist? Du siehst so schön aus. Ja, wir gehen heute aus. Komm mal her, meine Große. Oh. Na, willst du mal erzählen, was es bei dir Neues gibt? Was soll schon sein? Vielleicht bist du ja verliebt. Ich doch nicht. Nur Holly. Holly? Ich glaube, die ist jetzt mit Lukas zusammen. Auf jeden Fall stehen die immer zusammen auf dem Pausenhof. Ach so. Aber bei dir ist alles in Ordnung. Sag mal, ist Oliver nicht mitgekommen? Wollte noch tanken. Ja, Bermann hier. Ich habe einen Tisch bestellt bei Ihnen. Wir werden uns aber leider ein bisschen verspäten. Das ist ja sehr freundlich. Vielen Dank. Das hast du uns aber schön ausgesucht. Man tut, was man kann. Ich habe was zu trinken dabei. Was Hochprozentiges. Das trifft sich gut. Mein Auto hat schon Entzugserscheinungen. Die Tischreservierung ist übrigens auch weg. Das kann man doch nicht ahnen, dass die nächste Tankstelle so weit weg ist. Ich glaube, ich habe eine Idee. Den habe ich allerdings nicht für die Tankstelle, den habe ich aus dem Lehrerzimmer. Woher weißt du eigentlich, dass ich das schon immer mal machen wollte? Der Biermann? Wer ist der da? Hey, Lucky, wo ist denn das Schlafzimmer deiner Eltern? Bist du noch dabei?
Wir können ja vielleicht auch in dein Zimmer gehen. Nee, ich will noch spielen. Die Games und Tims sind echt geil. Das war ja ein teurer Abend. Hm. So viel habe ich nicht bezahlt in der Tankstelle. Nein, wegen dem Hausmeister. Für den müssen wir uns jetzt was ausdenken. Weil sich das sonst rumspricht. Ja, wir sind hier auf dem Land. Wo kommst du jetzt her? Von Lukas. Sag mal, weißt du, wie spät das ist? Entspann dich, Papa. Wir sind hier auf dem Land. Deine Sprüche kannst du dir sparen. Wir machen uns Sorgen, wenn du so spät nach Hause kommst. Vor allem, wenn wir überhaupt nicht wissen, wo du bist. Ich hab's Lisa gesagt. Lisa? Wieso nicht mir? Weil ich gar nicht mehr zähl für dich. Es geht nur noch um die Schule oder die Gärtnerei oder Johanna oder Lisa. Nur nicht um mich. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich glaube, da geht's um was anderes. Ich will allein sein. Und ich will mit dir sprechen. Du bist nicht meine Mutter. Das hat dich auch nicht davon abgehalten, meine Pille zu nehmen. Kannst du wieder haben. Das sind keine Kopfschmerztabletten. Das sind Hormone. Die kann man nicht einfach nehmen und nach ein paar Tagen wieder absetzen. Keine Angst. Ich habe mir vorher alles genau durchgelesen. Lisa hat mir erzählt, dass du jetzt mit dem Lukas zusammen bist. Ist das der Grund, warum du sie genommen hast? Wir haben bloß am Computer gespielt. Ja, aber das ist doch toll, wenn ihr euch Zeit lasst. Aber hier schlafen doch schon alle miteinander. Ja, na und? Du bist so ein kluges, hübsches, liebenswertes Mädchen. Du hast es doch überhaupt nicht nötig, irgendwas zu tun, nur weil alle anderen es machen. Ganz im Gegenteil. Woran erkennt man, dass der andere einen liebt? Ich glaube daran, dass man sich diese Frage gar nicht stellen muss. Aber meistens ist das sehr viel komplizierter. Das ändert doch jetzt alles für euch. Was? Alles ändert sich? Dass sich der Kilian getrennt hat. Ich habe mir das aber schon gedacht. Also, das Mäuschen konnte man nie so ganz ernst nehmen. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, wirklich nicht, Johanna, aber Männer ab einem bestimmten Alter, vielleicht haben wir ja auch Hormone, die durchdrehen können. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit dir über Hormone reden. Wäre es nicht viel einfacher, an Kilian zu fragen? Ich weiß, dass der dir gern helfen würde. Ihr wollt mir nichts geben. Das sind die neuen Risikoverordnungen. Man hat ja gesehen, was mit dem Finanzsystem passiert, wenn man an jeden x-beliebigen Kreditkarten und was weiß ich noch ausgibt. Und ich bin ein x-beliebiger, ja? Nein. Aber deine Gewinne sind starken Schwankungen ausgesetzt. Ich kann doch nichts dafür, wenn ständig ein neuer Baumarkt aufmachen muss. Wir aber auch nicht. Markus, du musst mir helfen. Die legen die Arbeit nieder, wenn ich ihnen nicht wenigstens die Materialkosten erstatten kann. Wie soll denn die Gärtnerei überleben? Ohne Heizung, mir friert alles. Tut mir leid, Johanna. Aumeier, mein Name. Ich wollte mich nach den Konditionen für Ihre Kredite erkundigen. Und wie war es auf der Bank? Geht gerade nicht. Wie viel Prozent? Hat sich erledigt, danke. Überspinnst du? Maria! Ja, ich gehe gleich los und hol das Geld. Spätestens am Nachmittag hast du es. Überweisungsbilligung. Soweit sind wir zwei ja noch nicht gekommen, gell? Maria?
kommst du mal bitte mit ins Büro? So viel Geld hast du doch gar nicht. Ich kann doch meine Lebensversicherung beleihen. Über einen so hohen Betrag? Ja. Also wenn du schon kein Geld von Kilian und keins vom Oliver nimmst, dann gebe ich's dir halt. Bleibst in der Familie, oder? Okay. Weißt du, ich will einfach von den Männern nicht mehr abhängig sein. Mir hat die Erfahrung mit Kilian wirklich gereicht. Gut, dann kann ich jetzt zur Bank gehen. Hey, was machst du hier? Treibt dich die Sehnsucht zu mir? Ja, die Lust auf einen kleinen Champagner. Hey, was feiern wir denn? Ich hab das Geld für die Heizung. Ah, verstehe. Soll noch einer was Schlechtes über Banken sagen? Na, die kannst du vergessen. Ich hab das Geld von Maria. Die kann ihre Lebensversicherung beleihen. Das zahle ich ihr dann ganz in Ruhe zurück. Wie, also von Maria lässt du dir helfen, ne? Ja, Maria ist ja auch zufällig sowas wie meine Mutter. Und was bin ich für dich? Ich meine, auf die Idee, dass ich dir gerne helfen würde, bist du offensichtlich nicht gekommen. Ich wollte dich da aber nicht mit reinziehen. Du bist schon in dieses Kaff hier für uns gezogen. Wer hat ein Problem damit? Ich jedenfalls nicht. Bitte nach vorne. Den zweiten dann erweitern. Wenn ich noch einen Mucks höre, kann sich die Lisa gleich wieder setzen, und zwar mit einer 6. Lisa, du kannst dich wieder setzen, danke. Holly, komm nach vorne und lass uns an deinen Gedanken teilhaben. Wir sind gespannt. Ich habe aber keine Ahnung, Frau Hollenbach. Das ist ja interessant. Danke. Patrick? Halli, jetzt hat sie dir auch nur 6 gegeben. Die Hollenbach ist eine blöde Kuh. Das war nett. Auf jeden Fall sinnlos, aber nett. Fährst du mit dem Bus? Nee, ich habe noch Cheerleader-Training. Letztes Jahr waren die Kinder bei dir. Weil es dir so gepasst hat, deine Freundin wollte unbedingt nach Gran Canaria. Das war das erste Jahr nach der Scheidung und wir haben versucht, Rücksicht zu nehmen. Ha? Das glaubst du dir doch selbst nicht. Wir sind gerade zusammengezogen. Es ist doch logisch, dass wir das erste Weihnachtsfest zusammen feiern wollen. Johanna, kannst du dir nicht vorstellen, dass es mir ein Bedürfnis ist, den Heiligen Abend zusammen mit meinen Kindern zu verbringen? Das war dir letztes Jahr total egal. Ja. Ich weiß, ich habe unsere Familie auseinandergerissen. Ich weiß, das ist das Dümmste, was ich tun konnte. Johanna, lass es uns noch mal probieren. Sag mal, spinnst du? Wir könnten ganz von vorne anfangen. Was ist denn los? Wir diskutieren gerade über Weihnachten. Ich hab gesagt, was ich fragen wollte. Überleg's dir.
Was wollte Kilian denn? Kilian ist einsam und jetzt glaubt er, er kann hier auftauchen und alles wieder rückgängig machen. Gelöst hast und ein paar Ansätze in Algebra stimmen, dann hast du es. Okay? Tschüss. Viel Glück, ja. Ist Lisa krank? Nein, warum? Zur Klausur erschienen ist sie nicht. Ist Lisa bei dir? Wieso? Ist sie nicht in der Schule? Offenbar ist sie nicht zur Mathe-Klausur erschienen. Was? Ich muss dir versprechen, dir nichts davon zu sagen, dass wahrscheinlich ihre Versetzung gefährdet ist. Wegen Chemie und Mathe. Dafür war sie bereit, mit mir zu lernen. Das sagst du mir erst jetzt? Ich gehe sie suchen. Guck du in der Schule nach, ob du sie da irgendwo findest. Ja, natürlich. Tschüss. Lisa? Und? Ich hatte so gehofft, dass sie einfach nur ausgeritten ist. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wir müssen sie suchen. Habt ihr euch geschritten? Nein, heute war Mathe-Klausur. Sie steht zwischen 5 und 6 in Mathe und Chemie. Mein Gott, Johanna, warum sagst du mir sowas nicht? Ich hab's auch nicht gewusst. Sie hat es mir nicht gesagt. Stattdessen hat sie mit Oliver gelernt. Was? Hat sie dir noch alle? Wir können jetzt hier rumstehen und streiten oder wir suchen Lisa, bevor was Schlimmeres passiert. Johanna, merkst du das nicht? Seitdem der Typ da ist, läuft alles schief. Wer was weiß, ruft an. Scheiße. Hast du die Lisa gesehen? Na? Pädagoge, sind Sie jetzt zufrieden mit dem, was Sie angerichtet haben? Entschuldigung, ich bin hier, um bei der Suche zu helfen. Ich mache mir doch genauso Sorgen. Ja, dann beten Sie schon mal, dass hier nichts passiert ist. Haben Sie vielleicht mal gefragt, warum Lisa mit ihrem Problem zu mir gekommen ist und nicht mit Ihnen geredet hat? Kilian, ich hab sie. Alles gut, mein Schatz. Ich werde dir helfen, das verspreche ich dir, ja?
Sagt ihr uns, was wir machen sollen? Keine Ahnung. Schatz, ich weiß, dass du das Abitur schaffst. Klar schaffst du das. Du musst nur richtig gefördert werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche davon kosten Geld. Aber eine gute Ausbildung ist heutzutage so wichtig, dass sich jeder Cent lohnt. Da hat dein Vater recht. Wir müssen einfach rausfinden, was für dich das Richtige ist. Ganztagsschule, vielleicht sogar Internat. Ja, vielleicht gibt es ein schönes Internat, wo es Pferde gibt, wo man auch reiten kann. Du hättest mir das sagen müssen. Vielleicht. Ich wollte Lisa helfen. Ich war aber nur einverstanden, wenn ich dir davon nichts erzähle. Außerdem muss sie die Probleme schon länger haben. Was soll das heißen? Das heißt, dass sie das Schuljahr wahrscheinlich nicht schaffen wird. Kilian hat vorgeschlagen, sie auf ein Internat zu schicken. Und was hältst du davon? Ich weiß nicht. Ich will meine Tochter natürlich lieber bei mir haben. Und Lisa? Will sie das überhaupt? Ein Abitur um jeden Preis? Was willst du damit sagen, dass sie zu dumm dafür ist? Lisa ist ein tolles Mädchen, aber wenn die Schule für sie nur eine Quälerei ist, dann kann es doch sein, dass ein anderer Weg vielleicht besser ist. Darüber sollte man zumindest mal nachdenken dürfen. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, kein Abitur zu haben. Aber ich weiß das und das wünsche ich mir nicht für meine Tochter. Stillst du dich, wenn ich noch lese? Nein. Papa, kannst du mich abholen, bitte? Was ist denn passiert? Ich will wieder nach Hause, Papa. Warum denn so plötzlich? Der Lukas, der ist jetzt mit Svante zusammen. Ich habe die Knutschen gesehen. Schatz, das ist so ein blöder Hund. Und dumm vor allem. Svante ist genauso blöd wie ihr Name. Ja, da bin ich ganz sicher. Was ist das für ein Name? Den kann man hier nicht mal aussprechen. Bist du schon zu Hause? Was hat sie denn? Ist wegen Lukas. Kilian holt mich gleich ab. Wir gucken uns mit Lisa ein Internat in Potzing an. Aha. Jetzt also doch Internat, ja? Ja, mal anschauen. Ich kann mir das ja auch noch nicht vorstellen. Bis heute Abend. Übrigens, Holly und ich, wir wollen morgen mal nach München reinfahren. Schön. Schön, dass wir zweimal wieder was zusammen machen. Ich finde, ihr seid komisch miteinander. Wieso? Ich weiß nicht, Papa. Irgendwie halt. Ja, waren vielleicht ein paar Diskussionen zu viel in letzter Zeit. Das kriegen wir schon wieder hin. Jetzt kaufen wir erstmal was Schönes. Schön warm hier. Glaub mir, Johanna, ich habe wirklich alles versucht. Ne? Aber die Bank gehört mir nur mal nicht. Und ich war heilfroh, als ich gehört habe, dass du dann doch das Geld vom Kilian angenommen hast. Jetzt wart doch mal. Du hättest das Geld doch sonst nie angenommen. Natürlich nicht.
Wie kannst du mich so anlügen? Weil es nicht immer nur um dich geht. Der Franz und ich, wir haben hier geschuftet, jahrelang. Ich hätte es dir auch nicht kaputt gemacht. Ich wollte nur nicht, dass Kilian sich wieder in alles einmischen kann. Was heißt der Kilian in alles einmischen? Aber eben zur Kreditei, oder? Was auch immer ich mich entschieden hätte. Mir geht es um das Überleben der Gärtnerei. Ach, und mir nicht, oder was? Toll habt ihr euch das ausgedacht, Maria und du. Zwingen wir das Mädel zu ihrem Glück. Sie hat ja keine Ahnung, was gut für sie ist. Darf ich dich daran erinnern, dass ich dich vom Bankrott bewahrt habe? Ja, und natürlich völlig ohne Hintergedanken. Ja, ganz genau. Wir sind geschieden. Vielleicht war deine Sprechstundenhilfe ja der Auslöser. Aber inzwischen geht es mir besser ohne dich. Und deswegen, Kilian, möchte ich, dass du dich in mein Leben nicht mehr einmischst. Und wenn es noch so gut gemeint sein sollte, es geht dich nichts mehr an. Zeig Lisa, was ich alles gekauft habe. Dann zahlst du mir eben das Geld wieder zurück. Aber selbst wenn du es schaffen würdest, 500 Euro im Monat aufzutreiben, wärst du immer noch über 3 Jahre bei mir verschuldet. So sieht's nämlich aus. Aber sie haben mich doch genauso angelogen. Es ist mir doch völlig egal, wo das Geld herkommt. Fest steht, dass du mir einfach nicht vertraust. Das ist der Punkt. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast ein Problem damit, dass ich hier eine eigene Familie habe. Was soll ich denn deiner Meinung nach machen? Alle Kontakte hier abbrechen, oder? Nein, was? Aber dich vielleicht mal entscheiden, wer oder was dir wichtiger ist. Ich bin nur deinetwegen hier. Ich wollte bei dir sein und dafür habe ich so ziemlich alles aufgegeben. Nur für dich. Nur für mich? Ja. Na super, das ist genau der Satz, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Mein Gott, für uns natürlich. Aber im Moment dreht sich doch hier alles nur um Maria und Kilian. Nein, es dreht sich nur gerade nicht um dich. Ich hatte auch ein Leben, bevor du hier eingezogen bist. Ich kann das nicht einfach ausschalten. Ich muss auch damit klarkommen, dass du eine perfekte Frau und eine perfekte Beziehung vorher hattest. Bitte, lass Conny aus dem Spiel, ja? Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Du vergleichst mich doch die ganze Zeit mit ihr. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ja, natürlich. Ich glaube, du hast überhaupt nicht verstanden, worum es mir geht. Ich habe das ganz genau verstanden. Du erwartest von mir, dass ich dich in jedes Detail meines Lebens einbeziehe. Und auf der anderen Seite hältst du es nicht für nötig, mir zu sagen, dass meine eigene Tochter Probleme hat. Komm, das ist wirklich ungerecht. Über die Sache mit Lisa haben wir ausführlich gesprochen. Es ist eben wahrscheinlich doch was anderes, ob man zusammen in Urlaub fährt oder miteinander ein Leben verbringen will. Ja, wahrscheinlich. Geht aber schnell jetzt. Ich habe nur was für dich. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich rufe dich dann gleich an, wenn ich zu Hause bin, okay? Okay. Mach's gut. Tschüss. Max. Tschüss, Große. Hallo. Tschüss. Du weißt, dass du hier immer willkommen bist. Hier, für deine Mutter. Danke. Mach's gut. Ich bin nicht aus der Welt, okay? Wir haben auch in Berlin ein Telefon. Holly und ich bleiben sowieso in Kontakt. Gut, ihr beiden. Tschüss. 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 Mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss.
ob die nicht heilfroh ist, dass wir endlich verschwinden. Also ich mag Maria. Du freust dich doch auf Berlin, oder? Klar. Und, was sagen deine Freundinnen? Wir wissen das noch gar nicht. Warum hast du es denen noch nicht gemeldet? Ach Papa, das ist doch meine Sache. Doch dran. Als Erinnerung. Glaubst du, es war ein Fehler, nach Bayern zu gehen? Ich weiß es nicht. Irgendwann ist alles aus dem Ruder gelaufen. Uns haben einfach zu viele reingeredet. Klar. Die Umstände waren nicht einfach. Aber daran hättest du arbeiten können, statt dich gleich zu trennen. Hey, Johanna ist das Beste, was dir passieren konnte. Entschuldigung, ist das gegen Ungeziefer? Was? Nein. Das ist ein Knicklicht. Das kann man an Tankstellen kaufen, wenn man es so knickt. Dann leuchtet es. Warum hast du mir die Gärtnerei verkauft? Du willst doch wieder unabhängig sein nach der Scheidung. Wieder auf eigenen Füßen stehen. Aber dir hat's auch ganz gut gepasst, oder? Wenn ich so darüber nachdenke. Ich hab's nur deinetwegen gemacht. Ich wollte, dass du da bleibst. Wir sind doch eine Familie. Wir sind ja auch eine Familie. Aber ich muss doch meine eigenen Wege gehen. Ja. Lisa will jetzt echt aufs Internat. Hast du es gewusst? Nein, wusste ich nicht. Kann ich nicht auch vielleicht? Was? Gefällt's dir nicht mehr in Berlin? Nee, war nur ein Scherz. Aber es hört sich echt gut an, was sie so erzählt. Also bis nachher. Ach so, und danke, dass du mein Fahrrad reparierst. Ciao. Tschüss. Ach, und vergiss den Schlüssel nicht! Thank you.
Anna. Hallo. Na? Geht's dir gut? Ich weiß nicht so richtig. Ich bin natürlich traurig, aber ich habe die Zeit genutzt, um mir über einiges klar zu werden. Und du? Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Fragst du dich auch manchmal, ob wir zu früh aufgegeben haben? Ja. Das frage ich mich jeden Tag. Vielleicht war es einfach nicht der richtige Ort. Die richtige Zeit. Ja, vielleicht. Ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Hallo? Johanna, bist du noch dran? Ja. Ich höre dir zu. Weißt du, manchmal frage ich mich, ob vielleicht hätten wir... Oh, entschuldige mal bitte, das klingelt an der Tür. Wahrscheinlich hat Holly wieder mal ihren Schlüssel vergessen. Dass alle ihre Mama noch haben, nur ich nicht. Ich weiß, mein Schatz. Aber du bist trotzdem nicht allein. Sie war ja, Johanna hat ihre Eltern verloren, da war sie 10. Die ist bei ihrer Tante groß geworden. Die hatte nur Maria. Soll das heißen, dass Johanna die Mama ersetzen soll? Nein, das geht doch gar nicht. Deine Mama wird immer deine Mama sein. Ich glaube nur, dass du dir selber schwer machst, wenn du Johanna gegenüber weiter so abweisend bist. Wie war sie denn so? Wer? Conny? Wieso? Ich weiß, das ist wahrscheinlich total kindisch, aber ich weiß so wenig über sie. Außer, dass sie Fotografin war und ganz toll aussah. Warum ist das denn so wichtig für dich? Wenn jemand gestorben ist, dann erinnert man sich nur an die guten Seiten. Dagegen habe ich überhaupt keine Chance. Ich glaube, das wäre einfacher, wenn ich wüsste, was für ein Mensch sie war. Jetzt ist sie sowas wie ein Engel. Selbst wenn. Was für eine Konkurrenz kann so ein Engel schon sein, hm? Schau. Als ihr euch kennengelernt habt, Oliver und du, ich dachte, das ist nichts Ernsthaftes, das kann nicht funktionieren. Es war einfach viel zu früh für ihn. Aber jetzt, immer wenn ich euch sehe, ich finde, ihr seid ein gutes Paar. Dann kann ich jetzt nur noch hoffen, dass er sich nicht langweilt auf dem Land. Quatsch! Johanna wirkt angespannt. Ja, im Moment ein bisschen Stress mit der Gärtnerei. Hast du das nicht erzählt? Nee. Ich wollte nur über Conny sprechen. Über Conny? Erinnerst du dich an Nadja? Ja. Die hat doch mal alle meine Fotos durchsucht und bei jedem meine Ex rausgeschnitten. Ja. Aber so ist Johanna nicht. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir haben einfach im Moment zu viel Alltag. Wir sind nicht ein einziges Mal zusammen ausgegangen, seit ich hier bin. Oh, nicht gut. Also ein Beinbruch. Und falls du auf dem Rückweg ein Bett brauchst. Ich komm drauf zurück, wenn es gar nicht anders geht. Schön, dass du da warst.
Schön, dass wir zweimal wieder was zusammen machen. Ich finde, ihr seid komisch miteinander. Wieso? Ich weiß nicht, Papa. Irgendwie halt. Ja, waren vielleicht ein paar Diskussionen zu viel in letzter Zeit. Das kriegen wir schon wieder hin. Jetzt kaufen wir erstmal was Schönes. Schön warm hier. Glaub mir, Johanna, ich habe wirklich alles versucht. Ne? Aber die Bank gehört mir nur mal nicht. Und ich war heilfroh, als ich gehört habe, dass du dann doch das Geld vom Kilian angenommen hast. Jetzt wart doch mal. Du hättest das Geld doch sonst nie angenommen. Natürlich nicht. Wie kannst du mich so anlügen? Weil es nicht immer nur um dich geht. Der Franz und ich, wir haben hier geschuftet, jahrelang. Ich hätte es dir auch nicht kaputt gemacht. Ich wollte nur nicht, dass Kilian sich wieder in alles einmischen kann. Was heißt der Kilian in alles einmischen? Aber eben zur Kreditei, oder? Was auch immer ich mich entschieden hätte. Mir geht es um das Überleben der Gärtnerei. Ach, und mir nicht, oder was? Toll habt ihr euch das ausgedacht, Maria und du. Zwingen wir das Mädel zu ihrem Glück. Sie hat ja keine Ahnung, was gut für sie ist. Darf ich dich daran erinnern, dass ich dich vom Bankrott bewahrt habe? Ja, und natürlich völlig ohne Hintergedanken. Ja, ganz genau. Wir sind geschieden. Vielleicht war deine Sprechstundenhilfe ja der Auslöser. Aber inzwischen geht es mir besser ohne dich. Und deswegen, Kilian, möchte ich, dass du dich in mein Leben nicht mehr einmischst. Und wenn es noch so gut gemeint sein sollte, es geht dich nichts mehr an. Lisa, was ich alles gekauft habe. Dann zahlst du mir eben das Geld wieder zurück. Aber selbst wenn du es schaffen würdest, 500 Euro im Monat aufzutreiben, wärst du immer noch über 3 Jahre bei mir verschuldet. So sieht's nämlich aus. Aber Sie haben mich doch genauso angelogen. Es ist mir doch völlig egal, wo das Geld herkommt. Fest steht, dass du mir einfach nicht vertraust. Das ist der Punkt. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast ein Problem damit, dass ich hier eine eigene Familie habe. Was soll ich denn deiner Meinung nach machen? Alle Kontakte hier abbrechen, nein, oder nein, aber dich vielleicht mal entscheiden, wer oder was dir wichtiger ist. Ich bin nur deinetwegen hier. Ich wollte bei dir sein und dafür habe ich so ziemlich alles aufgegeben. Nur für dich. Nur für mich? Ja. Na super, das ist genau der Satz, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Mein Gott, für uns natürlich. Dass ich dich vom Bankrott bewahrt habe. Ja, und natürlich völlig ohne Hintergedanken. Ja, ganz genau. Wir sind geschieden. Vielleicht war deine Sprechstundenhilfe ja der Auslöser. Aber inzwischen geht es mir besser ohne dich. Und deswegen, Kilian, möchte ich, dass du dich in mein Leben nicht mehr einmischst. Und wenn es noch so gut gemeint sein sollte, es geht dich nichts mehr an. Sag Lisa, was ich alles gekauft habe. Dann zahlst du mir eben das Geld wieder zurück. Aber selbst wenn du es schaffen würdest, 500 Euro im Monat aufzutreiben, wärst du immer noch über 3 Jahre bei mir verschuldet. So sieht's nämlich aus. Aber Sie haben mich doch genauso angelogen. Es ist mir doch völlig egal, wo das Geld herkommt. Fest steht, dass du mir einfach nicht vertraust. Das ist der Punkt. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast ein Problem damit, dass ich hier eine eigene Familie habe. Was soll ich denn deiner Meinung nach machen? Alle Kontakte hier abbrechen, oder nein, was? Aber dich vielleicht mal entscheiden, wer oder was dir wichtiger ist. Ich bin nur deinetwegen hier. Ich wollte bei dir sein und dafür habe ich so ziemlich alles aufgegeben. Nur für dich. Nur für mich? Ja. Na super, das ist genau der Satz, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Mein Gott, für uns natürlich. Aber im Moment dreht sich doch hier alles nur um Maria und Kilian. Nein, es dreht sich nur gerade nicht um dich. Ich hatte auch ein Leben, bevor du hier eingezogen bist. Ich kann das nicht einfach ausschalten. Ich muss auch damit klarkommen, dass du eine perfekte Frau und eine perfekte Beziehung vorher hattest. Bitte lass Conny aus dem Spiel, ja? Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Du vergleichst mich doch die ganze Zeit mit ihr. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ja, natürlich. Ich glaube, du hast überhaupt nicht verstanden, worum es mir geht. Ich habe das ganz genau verstanden. Du erwartest von mir, dass ich dich in jedes Detail meines Lebens einbeziehe. Und auf der anderen Seite hältst du es nicht für nötig, mir zu sagen, dass meine eigene Tochter Probleme hat. Komm, das ist wirklich ungerecht. Über die Sache mit Lisa haben wir ausführlich gesprochen. Es ist eben wahrscheinlich doch was anderes, ob man zusammen in Urlaub fährt oder
miteinander ein Leben verbringen will. Ja, wahrscheinlich. Geht aber schnell jetzt. Gewagt. Zwei Berliner in Bayern. Ja, schaut ganz danach aus. Kannst du mir gleich einladen helfen? Ich wünsche dir einen schönen ersten Schultag. Danke. Wenn du meinst, ob ich glücklich bin? Ja. Was bei so einer Urlaubsbekanntschaft schon rauskommt. Jetzt links. Bist du sicher? Ja, so geht's viel schneller. Wenn eine Unterrichtsstunde 45 Minuten hat, 70% aller Schüler Matheunterricht für vollkommen überflüssig halten und der neue Lehrer 8 Minuten und 53 Sekunden zu spät kommt, wie viel Glück haben dann seine Schüler? Exakt 33,3%. Netter Versuch, aber falsch. Guten Morgen, mein Name ist Oliver Beermann, ich bin der neue Mathelehrer und ich lege großen Wert auf Pünktlichkeit. Und? Bist du jetzt zufrieden? Wenn du meinst, ob ich glücklich bin? Ja. Was bei so einer Urlaubsbekanntschaft schon rauskommt. Ja, so geht's viel schneller.
wenn eine Unterrichtsstunde 45 Minuten hat, 70% aller Schüler Matheunterricht für vollkommen überflüssig halten und der neue Lehrer 8 Minuten und 53 Sekunden zu spät kommt, wie viel Glück haben denn seine Schüler? Sagt 33,3%. Netter Versuch, aber falsch. Guten Morgen, mein Name ist Oliver Beermann, ich bin der neue Mathelehrer und ich lege großen Wert auf Pünktlichkeit. Erinnerst du dich an Nadja? Ja. Die hat doch mal alle meine Fotos durchsucht und bei jedem meine Ex rausgeschnitten. Ja. Aber so ist Johanna nicht. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir haben einfach im Moment zu viel Alltag. Wir sind nicht ein einziges Mal zusammen ausgegangen, seit ich hier bin. Oh, nicht gut. Also ein Beinbruch. Und falls du auf dem Rückweg ein Bett brauchst. Ich komm drauf zurück, wenn es gar nicht anders geht. Schön, dass du da warst. Wie heißt das Restaurant? Zum Hirschen. Was ist das für eine Küche? Da wird heute. Was bitte? Ja, Fasan, Wild, Schwein und so weiter. Sollte ich da besser reservieren? Na. Wissen Sie eigentlich, dass wir hier in der Umgebung ein Sternrestaurant haben? Aber der Oliver mag dann noch nach Schöpfau ins Kino. Das langt dann von der Zeit her gar nicht. Ach, dann plant er einfach genug Zeit mit ein. Und das Alpic ist wirklich jeden gefahrenen Kilometer wert. Und wo ist das? Warten Sie, ich habe eine Karte. Hier. Danke. Wer hätte gedacht, dass sich ein Gourmet in Ihnen verbirgt? Die möchte ich aber wieder. Ja, ja, selbstverständlich. Übrigens versuche ich gerade Lisa in puncto Mathe ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Muss zugeben, das Problem habe ich unterschätzt. Als würde man Chinesisch mit ihr sprechen, stimmt's? Also, ich habe mir deine Lösung mal angeschaut. Ein paar von solchen Aufgaben haben wir doch schon miteinander gemacht. Du wirst dich richtig anstrengen müssen, wenn du das Schuljahr schaffen willst. Ich brauche doch überhaupt kein scheiß Abi. Das musst du mit Johanna besprechen. Also, grundsätzlich halte ich natürlich eine gute Ausbildung für wichtig, aber auch wenn Schule keinen Spaß machen muss, wenn es zum Albtraum wird, dann sollte man sich überlegen, ob das der richtige Weg ist. Das versteht die Mama aber nicht. Ich glaube schon, dass sie das versteht. Wir können auch beide versuchen, es ihr zu erklären. Wir haben ausgemacht, dass wir damit warten. Nur bis zur nächsten Klausur. Wenn ich die verhau, dann ist ihr alles egal. Ja, das haben wir auch. Naja, und für die Gräber, da braucht man Chrysanthemen und Astern und... Wenn man sich rote aussucht, heißt es innige Liebe. Das wäre doch was für dich und deine Mama, oder? Ja, des Allerheiligen. Da muss ich immer an Franz denken. Ihr Mann? Ja, das war mein Mann. Es ist jetzt 4 Jahre her, dass der gestorben ist. Aber das heißt nicht, dass die Gefühle deswegen weniger werden. Stimmt. Das kenne ich. Ja. Weißt, Allerheiligen, das ist bei uns was ganz was Besonderes. Mein Papa wird sagen, dass es alles Aberglaube ist. Dann lass ihm halt seine Meinung. Wir wissen, dass es nicht stimmt. Kalt ist hier, gell? Hm, schon. So. Jetzt nehmen wir noch einen Tee miteinander.
Maria, das ist aber schön, dass du uns mal besuchst. Ach, ist die Johanna noch gar nicht zurück von der Bank? Johanna ist bei der Bank? Ja, von irgendwoher muss ja das Geld für die neue Heizung kommen, oder? Gut, dann sagst du dir, dass ich mich anrufen soll. Servus. Tschüss. 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 Hallo. Hallo. Wo hast du Maria denn getroffen? In der Gärtnerei. Können wir in Allerheiligen nach Berlin fahren? Ich würde so gern zu Mamas Grab. Schatz, bis gestern wusstest du gar nicht, dass es sowas wie Allerheiligen überhaupt gibt. Ich kannte das Wort nicht. Aber ich weiß ganz genau, dass ich vor einem Jahr an dem Tag was ganz Besonderes gespürt habe. Und das war bestimmt Mamas Seele. Wie stellst du dir das vor? Wir können dich ja mal die Schule ausfallen lassen. Lisa darf doch auch blau machen. Süße, wir fahren bald wieder nach Berlin, ist versprochen. Aber nächste Woche können wir nicht schon wieder verschwinden. Was sprecht ihr da vom Verschwinden? Wir fahren bald wieder nach Berlin, zu Mama. Maria lässt fragen, wie es bei der Bank war. Ich habe einen Kredit beantragt. Warum redest du nicht mit mir darüber? Vielleicht hätten wir eine andere Lösung gefunden. Ich habe nur einen Kredit beantragt. Ich bin nicht bankrott. Du bist gerade erst hierher gezogen. Da frage ich dich doch nicht als erstes um Geld und zieh dich in meine Probleme mit rein. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich meine, gemeinsam ein Problem. Tag zu spät kommt, spricht sich bei uns auf dem Land ziemlich schnell rum. Aber ich wollte nicht stören. Ich habe nur gerade einen Hausbesuch gemacht bei der Schule und dann habe ich gedacht, ich lade die Kinder gleich mit ein. Ihre Tochter wollte nicht mitkommen, die wollte lieber einen Bus nehmen. Naja, vielleicht habe ich ja zu oft gesagt, dass ich nicht zu fremden Männern ins Auto steigen soll. Mama, darf ich diese Woche mit zu Papa? Wieso denn? Ist doch kein Problem. Ich weiß doch, woher der Wind weht. Hier sieht's nach Arbeit aus. Da hat dein Sohn logischerweise keine Lust zu. Du kannst doch die Kinder keine Möbel schleppen lassen. Stimmt. Aber fürs nächste Mal nehmen Sie sich eine vernünftige Umzugsfirma, ja? Ich fasse ganz gerne selber mit an, es hält fit. Ja, wer es braucht. Ich dreh kurz rum. Ah. Und lass. So. Okay, ich muss. Danke. Max, Abfahrt! Das konnte sich Kilian natürlich nicht verkneifen, hier gleich mal vorbeizuschauen. Das ist normal. Man muss doch wissen, wer der Typ ist, mit dem seine Kinder zusammenwohnen. Das ändert aber auch nichts. Ich kenne seine neue und sie stopft meine Kinder trotzdem mit Süßigkeiten voll und lässt sie 24 Stunden am Tag fernsehen. Erziehung wird ohnehin überschätzt. Oh, das darfst du hier aber nicht zu laut sagen. Antiautoritäre Gedanken sind hier nicht sehr beliebt. Das ist nicht gerade, dass er am Anfang zu spät kommt. Und was sagt das deiner Meinung nach über Oliver aus? Das heißt, dass der Kilian sich Sorgen macht. Oliver hat Pädagogik studiert, was man von Kilians Sprechstundenhilfe nicht behaupten kann. Ach, er weiß doch selber, dass er einen Fehler gemacht hat. Und wenn du nicht so stur wärst. Ich bin wieder verliebt. Ich bin endlich unabhängig von Kilian. Warum hört sich das nur für mich so an, als ob ich endlich glücklich sein könnte? Ganz einfach. Weil du nicht allein bist. Weil du zwei Kinder hast. Und weil der Kilian ein guter Vater ist. Das ist Oliver auch. Aber wenn du glaubst, dein Urteil schon nach einem Tag fällen zu müssen. Ich sag gar nichts mehr. Ich lebe jetzt mit Oliver zusammen. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Y ist gleich 20,362. So, wir machen jetzt hier Schluss. Ich möchte euch aber bitten, bis zum Gong auf den Plätzen sitzen zu bleiben. Und die drei, die nachgeschrieben haben, das sind Maria, Patrick und Lisa. Die kommen bitte nach vorne. Was habt ihr denn da? Diana war beim Frauenarzt und hat die Pille bekommen. Patrick, wie muss. Meine Mama ist da voll cool. Die meint, Mädchen heutzutage sollten schon mit 15 vorsorgen, wenn kein Unglück passieren soll. Guten Morgen, Frau Hollenbach. Guten Morgen, Herr Beermann. Ich bin hier gleich fertig. Kein Problem.
Haben Sie sich gut eingefunden die ersten Wochen? Ja, danke. Fühle mich ganz gut aufgenommen. Ich wollte Ihnen noch sagen, dass es mir nicht leicht gefallen ist, dem Mädchen eine 6 zu geben. Oh. Ich wusste schon, dass Sie Ihren Notendurchschnitt wird nicht halten können, aber dass es so schlimm ist. In Chemie kann sie vom Glück reden, wenn sie am Ende auf eine 5 kommt. Und bei mir ist es ehrlich gesagt auch nicht besser. Dann macht dir der Schulwechsel doch mehr zu schaffen. Holly, nein, die kommt klar. Ich rede von Lisa. Ach so? Ist sie nicht die Tochter ihrer Lebensgefährtin? Ja. Was ihr hier anbietet auf dem Hof? Das macht nur Silas. Ich habe ihn extra dafür trainiert. Besonders schnell ist er nicht, aber ganz besonders lieb. Ich habe ja Angst vor Pferden. Probier doch mal. Lass mal. Zu den Stallungen. Ich müsste mal mit dir unter 4 Augen sprechen. Komm, ich habe echt erst 2-mal geschwänzt dieses Jahr. Das glaube ich schon. Habe auch mit eurer Hollenbach über was anderes geredet. Weiß Johanna davon? Das musst du ihr sagen, sonst wird er nur noch schlimmer. Ich schaffe das schon. Bist du sicher? Ohne Hilfe? Das ist ein Angebot, Lisa. Chemie bin ich leider auch keine Leuchte, aber Mathe bereitet mir wenig Schwierigkeiten. Aber du redest mit Johanna. Kann man damit nicht warten? Ich meine, mit deiner Hilfe schaffe ich da vielleicht eine 3 oder 4. Dann ist alles gar nicht mehr so schlimm. Bitte. Okay, aber nur bis nach der Mathe-Klausur, ja? Vernachlässigt werden. Vielleicht vermissen die Kinder ja auch einfach ihren Vater, der sich immer nur nach Lust und Laune um sie kümmert. Ja, ich will mich ja mehr um die Kinder kümmern, glaubst du mir? Ich hab's verstanden. Mach großer. Bitte, ne? Schlaf gut. Papa. Vielleicht denkst du noch mal über meinen Vorschlag nach. Das ist wirklich super nett von dir. Aber ich komme gut alleine klar, danke. Max, kommst du bitte? Essen ist fertig. Was gibt's denn? Suppe. Was hast du denn da? Einen coolen Mega-Kaugummi. Das Zeug ist echt eklig. Kommt ihr bitte? Warum kann ihr nicht aufhören, euch mit Süßigkeiten vollzustopfen? Das habe ich von Papa. Du hast ja auch gequengelt, bis er sie endlich gekauft hat. Weil der Papa hat sich nämlich getrennt. Aha. Und sie ist sogar schon ausgezogen. Teller, bitte. Ich bin ganz froh, ich fand die ziemlich doof. Mama, jetzt können wir doch wieder eine Familie werden, oder? Das war natürlich Blödsinn. Was? Na, Max vorhin. Das hoffe ich doch. Ich hätte ja nicht mein Zimmer frei, wenn dein Ex-Mann hier einziehen würde. Sind hier noch Besucher ritzig? Weiß ja nicht. Was ist? Ich bin einfach nicht so entspannt wie du. Wieso nicht? Dein Leben in Berlin mit Conny war bestimmt viel aufregender als hier mit mir. Blöd. Das Leben mit dir ist nun alles andere als langweilig. Und ich liebe dich. Hallo, wer ist denn da drin? Holly, bist du da?
was? Ja, gleich. Beeil dich. Ich komme ja schon. Was hast du denn so lange da drin gemacht? Nichts. Es tut mir leid, hier steht, dass Ihr Termin mit dem Herrn König erst am Montagnachmittag stattfindet. Ich weiß, aber bis dahin sind meine Blumen erfroren. Wenn ich die Handwerker heute nicht zahle, dann gehen die nach Hause. Es tut mir leid, aber der Herr König ist halt gar nicht im Haus. Außerdem wäre er sowieso noch nichts konkret sagen können. Das soll er mir schon selber sagen. Wenn eine Unterrichtsstunde 45 Minuten hat, 70% aller Schüler Matheunterricht für vollkommen überflüssig halten und der neue Lehrer 8 Minuten und 53 Sekunden zu spät kommt, wie viel Glück haben dann seine Schüler? Exakt 33,3%. Netter Versuch, aber falsch. Guten Morgen, mein Name ist Oliver Beermann, ich bin der neue Mathelehrer und ich lege großen Wert auf Pünktlichkeit. Bist du ja schon. Eine Lampe habe ich schon untergebracht. Immerhin. Deine Möbelpacker haben sich bereits aus dem Staub gemacht. Ist doch nett, so ein Zimmer auf dem Hof. Du hast ja keine Ahnung, wie viel Kram ich noch in Berlin gelassen habe. Wie war es denn in der Schule? Oh Gott. Das ist ein Angebot, Lisa. Chemie bin ich leider auch keine Leucht, aber Mathe bereitet mir wenig Schwierigkeiten. Aber du redest mit Johanna. Kann man damit nicht warten? Ich meine, mit deiner Hilfe schaffe ich da vielleicht eine 3 oder 4. Dann ist alles gar nicht mehr so schlimm. Bitte. Okay, aber nur bis nach der Mathe-Klausur, ja? Ich schaue noch mal kurz dahinter. Suchst du was? Ich finde meinen Fahrradschlüssel nicht. Und
Mein Bus ist jetzt auch schon weg. Willst du vielleicht mit mir mitfahren? Also, wenn das geht. Klar. Ich nagel mich nicht drauf fest, aber 20.000 wirst du schon beraten müssen dafür. 20.000? Ja, freilich. Nur der Kessel schon und die Rohre, die Pumpen. Und wann kannst du überhaupt anfangen? Ich meine, das ist jetzt schon sackalt hier. Wenn das mit den Kosten klar geht, dann kann man schon recht zügig einrichten. Mhm. Machen Sie sich mal ums Geld keine Gedanken. Hauptsache, die Heizung läuft bald wieder. Ja, du, ich hab die Gärtnerei verkauft vor einem Jahr. Sie ist die Chefin. So. Na dann. Ruf wieder um. Ja? Das lasse ich doch. Mhm. Fährt euch. Servus. Wie wissen Sie jetzt morgen mit dem Geld? Ich gehe zur Bank und hole mir einen Kredit. Hanna, du hast bereits eine Hypothek auf der Gärtnerei. Danke, Maria. Schwarzmalerei kann ich jetzt besonders gut gebrauchen. Ja, entschuldige bitte, das ist die Wahrheit. Außerdem weißt du ganz genau, wer dir das Geld leihen würde. Ach, immer nur ach. Ciao. Mein Gott, ich. Ja, Bermann hier. Ich habe einen Tisch bestellt bei Ihnen. Wir werden uns aber leider ein bisschen verspäten. Das ist ja sehr freundlich. Vielen Dank. Das hast du uns aber schön ausgesucht. Man tut, was man kann. Ich habe was zu trinken dabei. Was Hochprozentiges. Das trifft sich gut. Mein Auto hat schon Entzugserscheinungen. Die Tischreservierung ist übrigens auch weg. Das kann man doch nicht ahnen, dass die nächste Tankstelle so weit weg ist. Ich glaube, ich habe eine Idee. Den habe ich allerdings nicht für die Tankstelle, den habe ich aus dem Lehrerzimmer. Woher weißt du eigentlich, dass ich das schon immer mal machen wollte? Der Biermann? Wer ist der noch? Hey, Lucky, wo ist denn das Schlafzimmer deiner Eltern? Bist du noch dabei? Ich wollte unbedingt nach Gran Canaria. Das war das erste Jahr nach der Scheidung und wir haben versucht, Rücksicht zu nehmen. Ha? Das glaubst du dir doch selbst nicht.
Wir sind gerade zusammengezogen. Es ist doch logisch, dass wir das erste Weihnachtsfest zusammen feiern wollen. Johanna, kannst du dir nicht vorstellen, dass es mir ein Bedürfnis ist, den Heiligen Abend zusammen mit meinen Kindern zu verbringen? Das war dir letztes Jahr total egal. Ja, ich weiß. Ich habe unsere Familie auseinandergerissen. Ich weiß, das ist das Dümmste, was ich tun konnte. Johanna, lass es uns noch mal probieren. Sag mal, spinnst du? Wir könnten ganz von vorne anfangen. Was ist denn los? Wir diskutieren gerade über Weihnachten. Ich hab gesagt, was ich sagen wollte. Überleg's dir. Was wollte Kilian denn? Kilian ist einsam und jetzt glaubt er, er kann hier auftauchen und alles wieder rückgängig machen. Gelöst hast und ein paar Ansätze in Algebra stimmen, dann hast du es. Okay? Tschüss. Viel Glück, ja. Ist Lisa krank? Nein, warum? Zur Klausur erschienen ist sie nicht. Ist Lisa bei dir? Wieso? Ist sie nicht in der Schule? Offenbar ist sie nicht zur Mathe-Klausur erschienen. Was? Ich musste ihr versprechen, ihr nichts davon zu sagen, dass wahrscheinlich ihre Versetzung gefährdet ist. Wegen Chemie und Mathe. Dafür war sie bereit, mit mir zu lernen. Das sagst du mir erst jetzt? Ich gehe sie suchen. Guck du in der Schule nach, ob du sie da irgendwo findest. Ja, natürlich. Tschüss. Lisa? Dose. Na, willst du mal erzählen, was es bei dir Neues gibt? Was soll schon sein? Vielleicht bist du ja verliebt. Ich doch nicht. Nur Holly. Holly? Ich glaube, die ist jetzt mit Lukas zusammen. Auf jeden Fall stehen die immer zusammen auf dem Pausenhof. Ach so. Aber bei dir ist alles in Ordnung. Sag mal, ist Oliver nicht mitgekommen? Wollte noch tanken. Ja, Bermann hier. Ich habe einen Tisch bestellt bei Ihnen. Wir werden uns aber leider ein bisschen verspäten. Das ist ja sehr freundlich. Vielen Dank. Das hast du uns aber schön ausgesucht. Man tut, was man kann. Ich habe was zu trinken dabei. Was Hochprozentiges. Das trifft sich gut.
Mein Auto hat schon Entzugserscheinungen. Die Tischreservierung ist übrigens auch weg. Das kann man doch nicht ahnen, dass die nächste Tankstelle so weit weg ist. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, gleich. Beeil dich. Ich komme ja schon. Was hast du denn so lange da drin gemacht? Nichts. Es tut mir leid, hier steht, dass Ihr Termin mit dem Herrn König erst am Montagnachmittag stattfindet. Ich weiß, aber bis dahin sind meine Blumen erfroren. Wenn ich die Handwerker heute nicht zahle, dann gehen die nach Hause. Es tut mir leid, aber der Herr König ist halt gar nicht im Haus. Außerdem wäre da er sowieso noch nichts konkret sagen können. Das soll er mir schon selber sagen. Hallo. Hallo. Sag mal, Lisa, ist Holly jetzt mit dem Jungen da zusammen? Weiß nicht. Irgendwie vielleicht. Irgendwie vielleicht? Findest du die passend zusammen? Keine Ahnung. Früher hat sie mir immer gleich erzählt, wenn sie sich verliebt hat. Na gut, okay. Dann fangen wir mal an. Ich würde vorschlagen, mit Geometrie. Sie müssen mal langsam wirklich die erste Rate überweisen. Schauen Sie, ich bin schon mit 10.000 Euro fürs Material in Vorleistung gegangen. Ja, natürlich. Ich hab's gerade angewiesen. Dann ist recht. Komm gleich, gell? Moment. Ich hab doch gesagt, frag den Kilian. Ach ja? Wann hältst du den eigentlich immer auf dem Laufenden? Wenn er dir seine Dreckwäsche vorbeibringt oder rufst du ihn auch zwischendrin mal an? Du, ich bügle für ihn. Mit seiner dreckigen Wäsche habe ich nichts zu tun. Die kann man nicht einfach nehmen und nach ein paar Tagen wieder absetzen. Keine Angst, ich habe mir vorher alles genau durchgelesen. Lisa hat mir erzählt, dass du jetzt mit dem Lukas zusammen bist. Ist das der Grund, warum du sie genommen hast? Wir haben bloß am Computer gespielt. Ja, aber das ist doch toll, wenn ihr euch Zeit lasst. Aber hier schlafen doch schon alle miteinander. Ja, na und? Du bist so ein kluges, hübsches, liebenswertes Mädchen. Du hast es doch überhaupt nicht nötig, irgendwas zu tun, nur weil alle anderen es machen. Ganz im Gegenteil. Woran erkennt man, dass der andere einen liebt? Ich glaube daran, dass man sich diese Frage gar nicht stellen muss. Aber meistens ist das sehr viel komplizierter.
das Interdurch jetzt alles für euch. Was? Alles ändert sich? Dass sich der Kilian getrennt hat. Ich habe mir das aber schon gedacht. Also, das Mäuschen konnte man nie so ganz ernst nehmen. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, wirklich nicht, Johanna, aber Männer ab einem bestimmten Alter, vielleicht haben wir ja auch Hormone, die durchdrehen können. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit dir über Hormone reden. Wäre es nicht viel einfacher, an Kilian zu fragen? Ich weiß, dass der dir gern helfen würde. Ihr wollt mir nichts geben. Das sind die neuen Risikoverordnungen. Man hat ja gesehen, was mit dem Finanzsystem passiert, wenn man an jeden x-beliebigen Kreditkarten und was weiß ich noch ausgibt. Und ich bin ein x-beliebiger, ja? Nein. Aber deine Gewinne sind starken Schwankungen ausgesetzt. Ich kann doch nichts dafür, wenn ständig ein neuer Baumarkt aufmachen muss. Wir aber auch nicht. Markus, du musst mir helfen. Die legen die Arbeit nieder, wenn ich ihnen nicht wenigstens die Materialkosten erstatten kann. Wie soll denn die Gärtnerei überleben? Ohne Heizung, mir friert alles. Tut mir leid, Johanna. Aumeier, mein Name. Ich wollte mich nach den Konditionen für Ihre Kredite erkundigen. Und wie war es auf der Bank? Geht grad nicht. Wie viel Prozent? Hat sich. Ja? Hey, ich bin's. Hallo, mein Schatz. Ich wollte fragen, ob du noch kommst. Nicht böse sein. Ich bin hier gerade allein im Geschäft. Wenn du magst, dann komm doch nachher vorbei. Sonst sehen wir uns heute Abend, ja? Auf Azaleen muss man ein bisschen aufpassen. Vertrocknen dürfen sie nicht, aber zu viel Wasser dürfen sie auch nicht haben. Ah ja, danke schön. Grüß dich, Maria. Danke. Servus. Na? Hast du was für mich? Ja, klar. Das täte ich nur ohne dich. Ach was. Wenn es bei der Hanna blieben, gäbe es jetzt keine Diskussion über deine Hemden. Sag mal, was willst du von ihrem Neuen? Naja, lang gebe ich dir nicht, höchstens 3 Monate. Ach, jetzt habe ich vergessen, dir den Wäschesack zu geben. Kilian? Hallo, Johanna. Hallo. Du, der Max wird gerne noch ein paar Tage bei mir bleiben. Also ich glaube, das ist alles im Moment ein bisschen viel für ihn. An die neue Situation gewöhnt er sich auch nicht schneller, wenn er ständig bei dir ist. Gerade jetzt braucht er halt seinen Vater. Du weißt schon, dass du Lisa das Wochenende auch versprochen hast, oder? Ja, ist kein Problem. Erstaunlich. Fertig. Holly, Lisa! Lisa schläft noch. Lisa! Hey, Schlafmütze, es ist schon 7:30. Haben wir hier einen kleinen Schulmuffel? Oh. Nur schlecht. Das liegt doch wohl hoffentlich nicht daran, dass du heute in der ersten Stunde Mathe oder sogar Chemie hast, oder? Nein, Erdkunde. Wollen wir Holly heute ausnahmsweise mal alleine hingehen lassen? Und wir beiden frühstücken zusammen, nur wir zwei. Dann mach ich uns schon mal einen Tee. Aber wirklich aufstehen jetzt. Lisa, kommst du bitte? Holly ist schon weg. Was ist denn los? Geht's dir nicht? Ich hab dich nicht gezwungen, mir die Gärtnerei zu verkaufen.
hat alles meine Mama gemacht. Berlin. Da sind wir immer Eis essen. Papa, kannst du das wegtun? Gib's her. Und deine Mama hat die Leute für die Fotos einfach so auf der Straße angesprochen? Ja, sie ist da immer wieder hingefahren und hat dann mit ihnen geredet. Im Supermarkt oder so. Und irgendwann hatten die dann so viel Vertrauen in sie, dass meine Mama sie sogar zu Hause fotografieren durfte. Da ist Kai. Kai! Was macht der denn hier? Hallo! Oh, Olli, das musst du dir langsam echt abgewöhnen. Hast du an die Blumen gedacht? Conny hat das beste Allerheiligengrab von ganz Berlin. Alles klar? Die Überraschung ist dir gelungen. Ja. Ich dachte, ich schau mal, wie es euch geht. Ach komm, erzähl dich. Willst doch bloß Skifahren. Nehme ich mit, wenn ich schon mal hier unten bin? Komm rein, ich bin gerade am Kochen. Apropos. Oh, Lebensmittel, Gott sei Dank. Wir sind schon am Verhungern hier. Das sind doch keine Lebensmittel, das sind Delikatessen. Hm. Nimmst du das hier, Holly? So. So, genau, richtig mit dem Ei. Und jetzt die Füllung rein, mit dem kleinen Löffel. So, kannst schon zuklappen. Okay. So, Max, du knüpfst dir jetzt den Ingwer vor. So, erst schälen und dann später reiben. Ich mag aber keinen Ingwer. Gibt's nicht, bei mir wird alles gemocht, wirst du sehen. Servus. Hallo. Na, das ist ja ein schöner Besuch an Allerheiligen. Ich werde dich sofort gebührend begrüßen, sobald ich hier meinen Frondienst erledigt habe. Jetzt kommt raus, von wem ich meine bescheidenen Kochtricks habe. Hallo. Grüß Gott. Oliver scheint dir gut zu tun. Du siehst tatsächlich noch schöner aus als beim letzten Mal. Mama, der Kai sagt, dass man gar nicht das Öl zu den Nudeln schütten muss. Weil doch das Öl mit den Nudeln gar nichts zu tun hat, wenn es oben schwimmt. Was macht der Ingwer, Max Schlaumeier, Aumeier? So, und du bekommst jetzt erstmal einen fantastischen Rotwein, damit du mit deinem Mann anstoßen kannst. Zum Wohl. Auf dich. Auf euch. Hast du auch mal Fotos von Hollys Mutter ausgestellt? Klar. Ich habe ihre erste Ausstellung mit ihr gemacht. Direkt, als sie von der Kunstschule kam. Holly, dein Bild. Und wie fühlt es sich an, hier zu sein? Ja, so, als ob ich dich endlich wieder in den Arm halten würde. Alles gut gelaufen? Ja, wir sind nur ewig nicht losgekommen. Hallo. Hallo, Holly, schön, dass du da bist. Vorsichtswerk, das ist das letzte Mal, dass ich dich beim Spannen erwischt habe. Die Schuhe werden bei uns ausgezogen, wenn man das Haus betritt. Max hat durchs Schlüsselloch gespannt. Du warst ja auch ziemlich lange im Bad. Lass an ihn, Max. Ich muss den Badezimmerschlüssel noch suchen. Lisa, gibst du mal die Nudeln rüber, bitte? Holly? Hm? Nee, danke. Komm, hier. Salat nimmst du dir selber, ja? Mir ist aber schlecht. Was ist denn von meinem Freund? War alles noch in Ordnung? Kann ich aufstehen? Ja, wenn dir wirklich schlecht ist, dann. Ja, dann guten Appetit. Ja, guten Appetit. Was ist denn los, Schatz? Wir haben doch schon 100 Mal darüber geredet. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Dann erklär's mir. Wir sind gerade mal ein paar Stunden weg und der Niklas ändert schon seine Seite und schreibt, dass er nicht mehr in mich verliebt ist. Die ganze Schule kann es jetzt lesen. Aber
hast du nicht Schluss gemacht? Ja, und? Süß. Ich habe das so oft miterlebt, wie neue Kinder in die Klasse gekommen sind. Was glaubst du, wie schnell die immer Freunde finden? Klar, für Kinder ist ja alles so einfach. Nein, aber die haben es auch nicht schwerer als die Erwachsenen. Wenn mir jemand vor einem Monat gesagt hätte, dass du hier einziehst, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Bereust du es schon? Nein, ich habe gerade an Holly gedacht. Die hat Liebeskummer. Deswegen benimmt sie sich so seltsam. Vielleicht wird dir jetzt erst bewusst, was das bedeutet, so ein Umzug. Vielleicht, ja.